So, dann starten wir mal den Stream. Dann sage ich mal herzlich willkommen hier. Heute ausnahmsweise mal ohne unserem Rand. Hallo, hallo Ole, hallo Morten. Ich bin so leise, okay? Ich kann mich auch lauter machen. Wird's denn jetzt besser? Ich habe nur Angst, dass ich dann irgendwann zu laut bin. Und die Elgato sind noch ganz leise. Also, aber mehr als hier oder mehr als das hier wäre sowieso nicht verfügbar. Aktuell. Aber ich grüße euch alle ganz herzlich. Wie geht's euch denn allen? Genießt ihr die schönen Sonnenstunden? Also zumindest hier in München scheint die Sonne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht regnet es euch bei euch. Dann tut's mir leid. Aber hier ist zumindest schon mal schönes Wetter. Hallo auch an den Matze Mustermann. Grüße dich. Hier zum Livestream. Ich spiele es nebenbei auch noch NHL 20. Sehr schön. Immer brav anzocken und am Ende natürlich auch Feedback geben. An EA. Können Sie gut gebrauchen. Gut, gut und selbst. Oh, selbst fast auch alles soweit. Bachelorarbeit ist fast fertig. Ich glaube, man könnte sagen, es läuft aktuell. In Spanien. Matze Mustermann. In Spanien. Hast du den PS4 dabei oder wohnst du in Spanien? Muss man jetzt schon mal fragen hier. Das Spiel kommt am, jetzt pass auf, 13.09. für alle, also die Standard-Edition und die Vorbesteller können das Spiel bereits am 10. spielen und nachdem es jetzt auch EA Access auf der PlayStation 4 gibt, kannst du es voraussichtlich am 3. oder 4.9. bereits zocken. Ah, machst Urlaub, schön. Ja, dann genieß doch den Urlaub. Freut mich natürlich, dass du trotzdem auf meinem Kanal vorbeischaust. Ganz klar. Aber geh doch raus. Genieß doch die Sonne in Spanien. Genieß doch den Urlaub, Kerle. Wie ist denn das Wetter im Norden, lieber Ole? Ist da auch so schön wie bei uns? Also bei uns, was heißt schön? 20 Grad, 25 Grad, 23 Grad ungefähr. Sonnenschein. Wie teuer ist das 19 nur noch? Pff. Wenn du EA Access hast, kriegst du es mittlerweile kostenlos. Also ist, glaube ich, kostenlos zum Runterladen. Auf der Xbox war es den ganzen Juni kostenlos. Aber ansonsten dürfte es, glaube ich, jetzt nicht mehr kosten als 20 Euro. Aber ich weiß halt nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, das 19 anzufangen. Ich bin zum Beispiel mit allen 19 Aufnahmen schon fertig. Hier in Berlin sind circa 5. Sehr schön. Sehr schön. Deutschlandweit das gleiche Wetter. Was will man denn mehr? Keiner wird benachteiligt hier.
Das werde ich räuspern danach. Meine Lippe ist schrumpelig wegen des Salzwassers. Oh, schön. Hätte ich jetzt auch gerne. Ich sitze hier im dritten Stock, ne? Aber zum Glück ist nicht so heiß wie die letzten Male. Also das war, also die letzten Dienstage, sorry, dass da kein Stream kam, aber bei 35 Grad hier oben, vergiss es. Vergesst es. Das war nicht auszuhalten. Da hätte ich danach nicht mehr schlafen können. Hätte ich 50 Grad hier im Zimmer gehabt. Haben ja auch bald alle das gleiche Abi. Da warte ich mal noch. Da warte ich mal noch. Weil das zweifle ich immer noch an, um ehrlich zu sein. Also freue mich natürlich sehr, wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass alle das gleiche Abi haben. Aber da halte ich mich vorerst mal zurück mit dem Ganzen. Die Sterbehitze ist 39 Grad. Oh ja. 39 Grad ist An der Grenze zum Unangenehmen fast schon eigentlich. Also außer du magst Hitze unheimlich gern, dann geht's natürlich. Aber ansonsten können 39 Grad sehr, sehr ekelhaft werden. Bin ja im September in den USA. Das wird auch interessante Angelegenheit, nenne ich es mal. Gerade so zu Zeiten von Waldbrand und KKG. Mal gucken, wie das wird in Kalifornien. Genau, und damit die schon mal da sind, hallo an die Zuschauer, die zusätzlich noch da sind und nichts in den Chat schreiben, damit ihr den Plan wisst. Wir spielen heute Online Versus, nur Online Versus, einfach aus dem Grund, weil ich das Gameplay noch ein bisschen weiter testen will, noch mit ein paar Mannschaften spielen will. Hab zwar schon die fehlenden Folgen bis zum Release von NHL 20 aufgenommen oder die Tage aufgenommen, wo ich weiß, dass es nicht hinhauen wird. Das heißt, wo mir die NHL 19 Folgen dann einfach fehlen, weil ich ja aufschließen wollte, beziehungsweise einen Grund hatte, mit NHL 19 ab einer gewissen Folge aufzuhören. Will euch da nicht spoilern. Ja. Deswegen habe ich schon mal ein paar NHL 20 Beta-Videos für den August geplant. Genau. Würde ich sagen, in 2 Minuten fangen wir an. Wir haben in jedem Raum eine Klimaanlage. Ich habe erstmal Sitzung. Ja, habe ich im Auto aktuell. Also eins weniger, ich habe 16 Grad im Auto. Also jedes Mal, wenn ich ins Auto ansteige, erstmal kurz Türen auflassen, Klima einlaufen lassen und dann, wenn ich merke, jetzt kommt es kalt, Türen zu. Dankeschön. 16 Grad. Und wenn es aussteigt, denkst du wieder geil, Sauna, Backofen. Aber Mai. Wird halt auch immer wärmer. Wird halt auch immer wärmer von Zeit zu Zeit jetzt. Aber mei, Klimaschutz und so. Ja, ich würde mal sagen, starten wir mal ins Spiel rein. Weiß nicht, ob ihr irgendwelche Mannschaftswünsche habt. Das erste Spiel hätte ich jetzt tatsächlich noch mit den Anaheim Ducks gespielt. Heute mal nicht gegen Community, heute mal gegen andere Online-Gegner. Genau, also wenn ihr Mannschaftsvorschläge habt, rein in den Stream damit, beziehungsweise in den Chat. Rang 2619. Okay. Schön. Achso, Thema Backofen, Team Backofen gewesen. Ich hätte auch den Baguette. Ich habe vorhin schon den Baguette angefangen. Gut versorgt. Getränk nebendran. Passt alles. Also, wie gesagt, bei Teamvorschlägen. Ab in die Kommentare damit. Dann würde ich sagen, Anaheim Ducks. Stopp, ich würde gerne ein Spiel.
offizielles Trikot wählen. Und zwar dieses hier. Ich möchte es gerne sehen, wie es aussieht. Gast. Ah, das kann auch ausfinden. Wo ich jetzt den Chat hinschieben soll. Beim neuen Engine. Das schieben wir mal da oben rechts in die Ecke oder links in die Ecke. Das müssen wir sagen, rechts oben in die Ecke. Nachdem die Anzeige jetzt unten ist. Auf geht's. Machen wir Pause, können wir die Tipps ausmachen. Dann ist es abseits. Ja, Kommentare kann ich dann nach dem Spiel oder in der Pause wieder lesen. Hempel Lindholm. Da haben wir es 1-0. Ging relativ fix. Finde ich eigentlich ganz cool, nur manche Kamerawinkel, so wie gerade, sind irgendwie ein bisschen, die schauen bescheuert aus. Da sieht der Spurgeon. Ja, das Backpassing hinten, das ist noch nicht so einfach. Das habe ich schon festgestellt, dass das tatsächlich ein bisschen... Oh, das sind 2 Minuten. What? Jetzt noch. Da kommt Stall dazu. Da muss man hier von der Scheibe irgendwie weghalten. Und Wolinski. Lindholm. Und das ist André Kasche. Daniel Strong. Abgefälscht. Oh, schöner Pass auf Adam Henrik. Der ist vorbei an Matt Dumba. Scheibe geht trotzdem nicht rein. Brodin abgefälscht. Das ist Corey Perry. Wieder nutzt er für die Dallas Stars. Noch ein bisschen ungewohnt. Ei. Ei. Ei, wenn er den schön ein bisschen an den zweiten Pfosten weiterleitet, wäre das schön. Richie. Holzer. Netter Schuss vom Deutschen. Müssen. Jetzt auf die Scheibe. Holzer auf Ritchie. Jacob Larsen. Setzt sich da durch, einmal außen rum, es reicht nicht. Derek Grant. Larsen. Ah, das ist der falsche Pass. Jacob, das ist der falsche Pass.
Und gleich wieder. Oh, nein, Larsen. Kriegt die Scheibe erstmal nicht raus. Alter. Stupst sie auch nur ein bisschen weiter. Grant auf Carter Rowney. Carter Rowney. Gegen Rodin das. Rowney natürlich vom Rating her schon ein bisschen langsamer. Gegen Kevin Fiala. Ski. Hoppala, Carter Rowney. Nein, schade. Schöner Pass auf Larsson. Das war's. So. Sonst jetzt echt coole Videos. Danke vielmals. Spielen bitte mal. Ich weiß gar nicht, was für Roblox ist. Hab grad kein Bild dazu im Kopf. Wow, schön gut. Und bei Kasche. Super. Die neuen Passanimationen gefallen mir übrigens richtig gut. Bin großer Fan von denen. Weil die Pässe jetzt wesentlich realistischer sind und auch dementsprechend ab und zu mal ein bisschen schwerer zu spielen sind. Was genau ist jetzt besser als 2019? Merkst du das? Oh ja. Oh ja. Die Realistik, die Realität der Pässe hat sich deutlich verbessert. Wenn du jetzt einen Pass nach vorne spielst, kannst du jetzt schauen, ob wir so einen hinkriegen. Einmal mal frei, so ich dann auch gleich was dazu sagen kann. Einfach so, wie er den Schläger hält zum Passen. Die Schussanimationen sind wesentlich realistischer. Du kannst jetzt nicht mehr einfach, wie soll ich sagen, wenn du in eine Richtung skatest, ein Glitch-Tor in dem Sinn machen, dass er sich als Rechtshänder, wenn die Scheibe schon links von ihm ist, so perfekt hindreht, dass er die Scheibe links neben ihm als Rechtshänder perfekt trifft. Dasselbe gilt für die Pässe. Aber ich jetzt nochmal die dritte Pause drauf. Sofort Replay. Verbesserungen sind zum Beispiel, wenn du dir jetzt diesen Schuss von Spurgeon hier anschaust, er macht einfach ganz andere Bewegungen und das ist Realist für den Level der Realistik sehr, sehr gut, genauso wie diese Torhüter-Parade, die gab es zum Beispiel bei NHL 19 nicht. Den hätte er jetzt einfach mit dem rechten Handschuh irgendwo hingeblockt, obwohl er einfach hätte fangen können. Jetzt muss man kurz schauen, ich habe, glaube ich, keinen Vorhandpass auf den 30 Sekunden parat. Deswegen mal schauen, ob wir nochmal einen finden zum Pass. Schade. Ist halt einfach, die Realistik ist wesentlich besser als noch bei NHL 2019. Und darauf haben sie sowieso viel Wert gelegt. Es sind viele neue Schussanimationen dabei, viele neue Passanimationen. Du kannst schneller spielen als bei 2019. Das ist so, dass du zum Beispiel bei 2019, wenn du einen Pass gespielt hast, der Spieler noch kurz stehen geblieben, damit er die Scheibe perfekt annimmt. Und hier ist es so, dass er die Scheibe praktisch in die Bewegung mitnimmt. Also er hält den Schläger dementsprechend so, dass er die Scheibe annehmen kann, aber nichts an Tempo verliert. Hier zum Beispiel. Normal hätte er jetzt ein bisschen Tempo verloren und hätte nicht direkt weiterlaufen können. In diesem Fall läuft aber einfach weiter, weil die Scheibe praktisch mitnimmt. Hier zum Beispiel. Manson war viel schneller. Lindholm Schlägerannahme, Puckannahme mit einer Hand. Kasche, der war nicht schlecht. Das war kein schlechter Schuss. Daniels Wrong. Das sind 2 Minuten für uns. Der Typ vor ihm hätte ja abhalten können. Ja, hätte er. Aber du musst so eine Scheibe in der Bewegung auch erstmal treffen. Und das ist zum Beispiel diese Realistik, die du hast. Dass du nicht immer zu 100% die Scheibe auch triffst, wenn du denkst, du hast sie. Und früher war es halt, da hättest du dich im Weg gestellt und hättest sie sicher gehabt. Und jetzt kann so eine Scheibe aber durch das, dass sie vielleicht aufsetzt oder der Puck rollt und nicht flach auf dem Eis liegt, kann er auch mal verspringen. Jetzt natürlich die aufregen, die sagen, oh, aber NHL, das kann man gar nicht richtig spielen. Ja, aber es
gewinnt an, ich nenne es mal an Simulationswert und an Echtheitsgefühl. Dann ist zum Beispiel neu, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Saves von Gibson, oder der Save von Gibson, die Torhüter-KI ist neu. Sie haben versucht, dass sie, egal welcher Spieler da kommt, dass sie neue Paraden einfügen, neue Bewegungen, generell das Torhüter-Spiel ein bisschen optimieren. Und die KI, was sie hinzufügen wollen oder wollten, gut, werden wir dann am Ende sehen, wie das funktioniert und ob es funktioniert. Also das Prinzip war, dass man den Torhüter, wenn er die Scheibe zum Beispiel einmal hat, oder wie soll ich sagen, wenn er sie blockt, dass er sie so wegblockt, dass sie nicht den anderen direkt auf der Kelle landet. Sondern dass er merkt, okay, da kommt noch einer, ich muss die Scheibe anders, in eine andere Richtung wegblocken, sodass er nicht hinkommt. Hallo Skiller. Nils, warum machst du NHL 20? Naja, NHL ist jetzt gerade die Beta. Also die Beta ist nur heute, weil die Beta nur noch bis Mittwoch läuft. Aber ab September, Oktober kommen natürlich öfters Livestreams, ganz klar. Ansonsten, Livestream ist jeden Dienstag 19.45 Uhr. Bis los, ab 20 Uhr wird gezockt. Genau. Der bin Schor. Nein, er hätte... Oh! Hier, das ist zum Beispiel diese Annahme von Corey Perry gerade. Lieber Ole, das ist zum Beispiel neu. Den hätte er sonst nie so angenommen. Ja, setzt sich da durch und versucht es zwischen die Beine. Ansonsten, Nils Braun, wenn du wissen willst, wann Livestreams sind oder wann neue Folgen kommen, Abo-Button drücken und dann die Glocke drücken. Dann bist du immer up to date. Das sind die nächsten 2 Minuten für unseren Gegner. Okay, danke schön. Kein Problem. Wieso kann man in der BPK 1 gegen 1 machen? Wie 1 gegen 1 inwiefern? Du meinst, Freundschaftsspiel oder? Hm? Was meinst du denn? Mit 1 gegen 1, liebes Skiller. Nein, der läuft an der Scheibe vorbei. Ah, kriegt sie nochmal. Oh, Sprong. Dachte schon, die Chance war schon vorbei. Gott sei Dank. Entlang, kommt nicht an. Ja, du kannst halt jetzt nicht mehr rückwärts in die Zone reinlaufen, Freundchen. Wir sind nicht mehr bei NHL 19, wo du machen kannst, was du willst. Oh, Kasche, oh, kommt wieder nicht hin. Komm wieder nicht hin. Was ist denn 1 gegen 1? Online versus brauchst du bloß deinen Freund einladen. Once? 1 gegen 1 geht nicht. Ging noch nie. Getzlaff, Konterchance. Getzlaff, Sprung! Oh! Jawohl, da ist es, André Kasche.
Jetzt hätte ich gefragt, wie wir gegeneinander spielen können. Nee, es geht auch gegeneinander. Ganz sicher. Also online versus müsstest du nur auf die andere Seite gehen. Eigentlich. Gibt's denn nochmal schön? Müssen wir noch zum Streamen, meinst du? Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, wie du streamen kannst, Ole. Was schwebt dir denn vor? Also wenn du NHL 19 streamst, irgendwann sagst du mal vorher Bescheid, dann komme ich vorbei. Also zu 100%, falls irgendwas ist, falls du dich raus, helfe ich immer gerne. Nein! Das ist Pontus Aberg. Oh, der kommt zurück. Boah. Ja, Carter Rowney, was macht der eigentlich so komplett allein verlassen da vorne? Zwei Nullen auf 40 Minuten. So. Macht man ein lauter Spiel. Oh ja, ich habe vorhin die Dinge angemacht. Kann das Spiel natürlich wieder nach unten setzen. So. So, dann machen wir ihn ein bisschen komplett lauter. Es ist so besser. Oder bin ich jetzt zu laut? Wie haben wir gemacht? Wir konnten dann nicht auf bereit drücken. What? Das ist dann aber ein Bug oder so. Also dann vielleicht einfach nochmal rausgehen und nochmal reingehen. So, jetzt wollte ich so einen dummen Pass finden, weil ich ihm Ole zeigen wollte. Das wird ein passen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt diesen Rückhandpass. Okay, der ist schlecht. Schlechtes Beispiel als Pass. Oh, das ist auch ein schlechtes Beispiel. Okay, das wird ein Passen, wird schwer zu zeigen. In 30 Sekunden. Muss man erstmal den richtigen Moment finden. Und Pässe sind ja nicht in der Ding drin. In der Wiederholung. So, gutes Timing von Getzlaff. Oh, hoppala. Scheibenverlust gleich mal gegen Stoll. So, jetzt aufpassen auf den Pass, wenn er ankommt. Nein, kommt nicht an, aber... Hier, die Passanimationen ist von der Bewegung her komplett anders als beim NHL 19er. Fällt natürlich auch nur auf, wenn man das NHL 19er natürlich gespielt hat. Sonst denkt man sich, wow, die Passanimation, die ist gar nicht so schlecht. Ah, sie war mal anders. Netter Schuss. Jetzt noch mit dem nächsten guten Schuss. Manson bleibt stehen. Das ist gut gemacht von Manson. Und Manson blockt ihn auch sehr schön. Oh! Ich würde sagen, bleib mal sitzen. Nein. Nee, aber das ist das Spiel also. Ja, ein bisschen schwer zu managen hier. Dann probieren wir es mal so. Oder so, das ist so knapp vom Gelben bei mir. Vielleicht geht es dann besser. Wie sind die neuen Kommentatoren? Die neuen Kommentatoren, die Folge gibt es am Samstag. Da habe ich eine extra Folge dazu gemacht. Wenn ich das ein bisschen ausführlicher erkläre. Aber tatsächlich finde ich sie zu hektisch. Also ich finde sie gut aus amerikanischer Sicht, weil es definitiv amerikanischer Kommentatorenstil ist. Aber sie sind definitiv zu hektisch. Und jetzt komm, ja, endlich. Endlich meine erste Prügelei. Endlich. Und das ist Corbinian Holzer. Ja, komm. Du versteckst dich jetzt die ganze Zeit, oder was? Und mit Holzer kannst du dich nicht mehr verstecken. Wo Holzer das nicht mehr macht, Holzer geht nicht mehr nach hinten. Natürlich auch einen guten Gegner ausgesucht von Donato, der deutlich besseres Rating hat als Holzer. Mach er erst die Game Picture auf Gelb und das Mic ist voll. Ja, das Mic ist schon voll. Also noch lauter kann ich das Mic nicht. Und die Game Capture ist knapp im gelben Bereich. Also wenn ich die Game Capture noch ein bisschen nach oben nehme, dann ist sie im gelben Bereich.
Shady. Down. Schlechter Schuss. Nächster nicht gut kontrollierter Schuss. Kommt jetzt noch was Gefährlicheres oder kommt das Aberg, Gibson? Aber mit Gibson haben sie ganz schön Probleme. Also Gibson als Torhüter gefällt mir tatsächlich im Spiel richtig gut und mit dem haben sie richtig Probleme. Oder viele Online-Probleme. Wieder Gibson. Jetzt bettel ich aber auch gerade ein bisschen drum, um ehrlich zu sein. Grant raus auf Carter Rowney. Spielen eigentlich immer noch keine anderen Reihen mehr oder was? Oh, 2 Minuten, sehr schön. Ich hoffe, man versteht mich so viel besser. Schade. Gegen Raquel. Schade, wollte durch die Beine gehen. Gibson. Nächste schöne Safe. Können Sie auch mal eine Folge machen, wo die inwiefern über den Saison-Modus oder über den Franchise-Modus, weil ich kann ja selber schlecht predikten. Ich könnte halt den theoretisch simulieren lassen dann und schauen, was rauskommt. Aber dann kommt dasselbe raus, normalerweise wie bei der NHL 20 Simulation, die sowieso vor der Saison jedes Mal kommt. Also da ist ja kein großer Unterschied da. Was? Also das mit der Prediction ist mal ein bisschen schwierig. Ich habe mir schon überlegt, da bräuchte ich einen reinen Eishockey-Channel, dass ich zum Beispiel eine ganze Saison mit einer Mannschaft bestreite, also jedes einzelne Spiel und dementsprechend auch die Trades natürlich zu machen, die gemacht werden oder die vollzogen werden mit der jeweiligen Mannschaft, die wahrscheinlich dann zur Hälfte nicht mehr funktionieren. Starkes Save wieder von Gibson. Oh, die rutscht durch. Das war so nicht geplant. Stoll, Gibson. Oh, Raquel. Das ist ja kein Lara. Doch, Silberberg. Das Raquel kommt nicht in Passposition, die er bräuchte. Wieder Gibson. In der Beta sind Skills voll uneffektiv. Es kommt drauf an. Also es gibt einige Skills, die definitiv funktionieren, wenn du sie richtig einsetzt, die Skills. Aber viele Skills, die halt sonst immer blind genutzt wurden und egal zu welchem Zeitpunkt, und die dadurch immer funktioniert haben, die funktionieren halt nicht mehr immer. Und das finde ich eigentlich, also ich finde NHL 20 vom Realistik-Level her deutlich besser als NHL 19. Weil du halt nicht mehr einfach nur machen kannst, was du willst. Oder wenn du ein gewisses Rating hast, machen kannst, was du, wie soll ich sagen, was die Spieler meinen zu können. Sondern es kann halt auch mal sein, dass ein Crosby oder ein McDavid einen Deke einfach mal verhaut. Obwohl er 89 oder 99 Rating hätte. Und das finde ich eigentlich wesentlich realistischer als die Jahre zuvor. Uchi, Außenraum. Ja, schade, zu langsam, Getzlaff. Und jetzt hat er einen 2 auf 1 Konter, wenn du sie richtig spielst, sind halt eigentlich sichere Tore. Sonst sind dann Tore daraus, oder? Könnte ich mir vorstellen. Okay, wir haben Schüsse relativ nachgelassen jetzt im letzten Drittel. Zum letzten Drittel ist das Spiel ein bisschen zu seinen Gunsten gekippt.
scored by number 6, Terrell Hyrum, assisted by number 20, Ryan Shooter. Time of the goal, 19 minutes, 9 seconds. Shaw geht damit drauf. Hand, netter Schuss. Fowler. Und das ist Richie und der kann kontern. Gegen Ferraro Richie Dubnik. Ja. Gut, steigen 2 rein. Fowler, Hand. Gibson, nein, nein, nein. Sieg. Sieg. Sehr schön. Was machst du nach dem Match? Noch ein Match spielen. Und wie ich vorhin gesagt habe, wer will, kann hier eine Mannschaft in den Chat schreiben und mit der Mannschaft wird dann die nächste Runde gespielt. Genau. Das war 1-0 von Lindholm. Das war 1-1. Das 2-1 von 1-2 von Donato. Und das war Karsches. Entscheidendes 2-0 am Ende. So. Gehen wir mal auf den Wettkampfpunkt. Mal gucken, wie wir jetzt in der Ding spielen. Oder springen. Würdest du auch gegen mich spielen? Könnten wir machen. Theoretisch, aber ich müsste dich wieder adden. Oh, ich krieg gerade eine NHL-Benachrichtigung rein. Die Minnesota Wild, gegen die wir gerade gespielt haben, haben gerade ihren General Manager entlassen. Nach einer Saison. Aber noch keine Nachfolge benannt. Für die NHL. Sinn. 1850 Rang weltweit. Nett. Stats Zentrale. Dein Nick gibst, dann kann ich dich schon zum Spiel einladen hier.
Genau, Spiel fangen wir gleich an. Ich muss noch mal kurz den Stream auch auf Facebook posten. So, genau. Das trifft sich gut. Ich würde gerne im 13-14 Stadion-Trikot spielen, weil ich gerne sehen würde, wie das aussieht. Overtime Art fortlaufende OT, sehr schön. Starten. So. Läuft wieder. Das geht in Schatz. Ultimativ orangen Druck ist. Oh! Du musst halt deine Deeks dieses Jahr wesentlich schlauer und präziser auswählen als die letzten Jahre noch. Was ich eigentlich gut finde an sich. Hoppala. Gustav Karschel war da schon bereit zur Puckannahme. Na gut, wenn du dich halt so drehst beim Deek praktisch in den Mann hinein, dann wird es halt schwerer, dass dieser Deek auch funktioniert. Also das finde ich, die Puckkontrolle haben sie sehr gut hingekriegt. Oh mein Gott! Ja, da hindert er mich gerade noch einen Schuss. Zuschauer. Traut euch ruhig, was in die Kommentare zu schreiben. Boah, ich wollte den Pass da durchkriegen. Corey Perry gegen Brandon Dillon. Perry gegen Dillon. Fowler. Oh! Das war nicht der Pass, den ich haben wollte. War aber gar nicht so schlecht im Nachhinein, wenn ich die Scheibe da gekriegt hätte. Voilà, Holzer. Unser Deutscher. Struggelt ein bisschen.
Oh, Sherwood, Shaw ist mit dabei. Das reicht nicht. Oh, schade. Da sind sie nicht gut genug. Holzer. Ah, oh, Scheibe ist raus, schade. Larsen, nein. Holzer war frei. Corby, Holzer. Also mal Richtung Tor. Wilinski. Schön. Nein, Karscher nicht so schön. Das heißt nicht. Was? Ah, er hätte. Okay, Schiedsrichter sagt, er hätte es ihn erreichen können. Scheibe springt über den Schläger. Karscher gegen Carlsen. Ja, Carlsen ist deutlich leid. Er hat einen Abspielfehler. Der Schwede, das ist Nyquist gegen Raquel. Linsky gegen Couture. Linsky. Ja. Wie gesagt, die Deeks bringen dich halt auch nur so weit, bis dein Spieler keine Möglichkeit mehr hat. Und wenn du dich natürlich ins Tor deeken willst, klappt halt nicht. Da steht halt ein Torhüter, der halt ein bisschen mehr mitdenkt als die Jahre zuvor. Natürlich. No, Gibson! Du Gott! Gibson holt ihn ja richtig schön raus. Schöne Granate. Okay. Nein. Boah, kein Abseits von Getzlaff, Mr. Pfosten. Schießt den eigenen Mann ab. Eieiei. Gibson kommt raus und hat ihn. Sehr schön. Genau das, was ich sehen will. Ich schieße meinen zweitbesten Spieler einfach kaputt. Dürfen jetzt die anderen ein bisschen mehr arbeiten. Oh, da steht Hörtel schon. Vorne. Oh, Nyquist. Wrong. Das Ding ist, die meisten oder viele bei NHL, auch du gerade, lieber Ronny, ihr versteift euch so aufs Deepen. Aber was bringt dir da ein Deacon, wenn du dann vorne kein Tor machst? Oder dich vorne nicht durchsetzen kannst? Und jemand anders ohne Deacon an einem Brent Burns vorbeikommt, weißt du? Nein! Aber dann... Ah, oh, das Tor auch nicht trifft. Mann! So die Überchance. Oh, du hast einen 2-Sieg verpasst und aktuell ein enges, sehr enges Spiel zwischen dem Ronny und mir.
Oder ein Drittel, sag ich mal. Muss ich nicht lernen, dass ich die nicht so hoch ansetze, sondern dass ich die ein bisschen auf halber Höhe Richtung Tor drücke. Richie, boah, das ist die zweite Latte. Pfosten. Kevin Shore. Sieht's außerdem gegen die Sharks. Kyle Perry. Heat, die malige Ente. Shore. Oh, Cameroni 1-0. Das war schön gespielt jetzt. Hier hinten rum ums Tor, Devin Shore, dann kommt der Querpass, ist geblockt und Rowney versucht es dann einfach nochmal. Aber der passt dann halt ganz genau in dieses kurze Eck. Graham Carter-Rowney. Da ist viel Traffic. Gibt's noch nicht fest. Silberberg. Oh, Wilinski. Überlaufen. Gibson. Fowler. Oh, kriegt die Scheibe nicht mehr zurück zu Silberberg. Wilinski. Raquel vorbei an Brandon Dillon. Und das sind 2 Minuten, wenn nicht sogar mehr. Nur 2 Minuten für uns. Gutes Tor, richtig verdient. Ja, das war eine kleine Druckphase. Ronny spielt nicht schlecht. Aber der Zeitpunkt vom Tor war sehr, sehr wichtig, weil wenn ich da jetzt nicht gemacht hätte, hätte Ronny wahrscheinlich irgendwann das 1-0 geschossen. Weil bei mir dann die, wie soll ich sagen, das, die Fassung mehr in den Keller gegangen. Der ist drin. Der ist nicht drin. Oh, Ricard Raquel. Richtig frech. Lachen Sie wie Smelka Karlsson. André Kasche, schade, Scheibe verspringt. Oh, Fowler wäre da durch gewesen. Schade. Das Einzige, wo ich halt Glück habe in dem Spiel, in dem Fall, ist, dass Ronny die Chancen, die er bisher gehabt hat, nicht genutzt hat. Und Ronny hatte Glück, dass die ganzen Pfostenschüsse nicht drin waren, mehr oder weniger. Nein, Perry!
Oh Mann. 1-0 nach 42. Aber eng ist ein gutes Spiel. 11-11 Torschüsse. Zweite offensive Pässe. Ein bisschen ausgeglichener. Hey Fans, time for our parachute drop. Power 0-1. Oh, das ist gut. Das ist eine gute Icing. Wie bitte? Ich laufe vor Pavelski und es gibt Icing. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Also darauf ein Icing ist frech. Schön verteidigt von Brandon Dillon. Und das ist sogar für Sprong. Sprong gegen Burns. Ja, der Holländer macht es gut. Oh, Jones muss zumachen. Sprong macht es wieder gut. Da verspringt der Silverberg. Das war ärgerlich. Hätte nicht sein müssen. Linkstor, Coach Schur. Und wieder Sprong. Zusammen mit Perry diesmal, aber Perry kriegt auch den Check. Und jetzt kriegen wir 2 Minuten. Falscher. Doch, doch, Kyle, das fällt. Also erstmal willkommen hier. Doch, doch, das fällt schon auf. Aber was so Kleinigkeiten angeht, und da muss ich einfach in dem Fall wirklich sagen, es sind Kleinigkeiten in dem Fall. Wenn du mal anschaust, was bei FIFA immer noch falsch läuft, gibt es zum Beispiel immer noch keinen indirekten Freistoß. Also da ist das, also bei Rückpässen zum Beispiel, also da ist, muss ich ehrlich sagen, das Bandenspiel bei NHL eigentlich ein Witz dagegen. Der war rasant gespielt und Derek Grant am Ende muss noch einen Schläger hinhalten und das Ganze in Unterzahl. Mansley schmeißt die Scheibe zu Rowney. Grant kriegt sie und dann hat er halt in dem Winkel eine gute Einschussmöglichkeit. Und Jones kann da nur noch schwer parieren.
Um nochmal auf Bandenspiel zurückzukommen, ich meine, es ist seit wie vielen Jahren jetzt in FIFA möglich, dass du von hinter dem Tor, oder beziehungsweise, nicht hinter dem Tor, von nach dem Tor, dich einfach durchpassen kannst, weil deine Mannschaft komplett in Tiefschlaf verfällt. Seit wie vielen Jahren ist das möglich? Und es ändert auch niemand. Also, muss ich ehrlich sagen, dieses Bandenspiel bei NHL, muss ich sagen, ist eigentlich das wenigste oder das geringste Problem. Ja, wir müssen wieder in die Mitte mit dem Verteidiger, ich würde sagen. Sprung. Oh, gegen Gehalson. Sprung. Oh, Kasche. Jetzt gegen Meier. Oh! Schön gespielt. Und da gelingt ihm der Cut durch meine Verteidigung perfekt. Beziehungsweise meine Verteidigung war eh nicht mehr da. Das war Grant und Holzer. Aber wo war eigentlich der zweite Verteidiger da? Komplett in Tiefschlaf verfallen. Gefälscht, Carter Rowney. Das ist zumindest mit diesem Querpass vom Tor. Lindholm. Rowney legt ab, Lindholm. Perry und Manson hinten jetzt die Verteidiger. Und das ist ein Witz, ich knie davor vor ihm. Mehr Realismus kommt dieses Jahr eigentlich schon deutlich dazu. Also man alleine jetzt gerade diese Animation, die Reaktion von Gibson gesehen hast. Ich bin mir sicher, dass sie das irgendwann raus tun, aber ich weiß nicht, inwiefern du dich mit Spieleprogrammierung auskennst. Aber diese Fans, so wie sie sind, sind ungefähr deutlich besser als in jedem anderen EA-Spiel. Und ich meine, wir haben hier 4 verschiedene Schiedsrichter auf dem Eis. Und lieber habe ich einen Schiedsrichter, der immer gleich scheiße pfeift, als 4 verschiedene Schiedsrichter wie bei FIFA, wo du, wenn du Glück hast, 2 gut pfeifen und 2 unterirdisch pfeifen oder komplett einseitig pfeifen. Also, weiß nicht, da bin ich lieber mit 4 Gesichtern beziehungsweise 4 Schiedsrichtern zufrieden, als dass ich 3 habe oder 2, die dann überhaupt nichts können oder so einseitig pfeifen, dass man sich fragen muss, ob das überhaupt noch fair ist, Online-Spiel. Also da muss man halt dann immer schauen. Oh, Lindholm. Schön abgefangen, aber da ist halt kein Platz. Lindholm interessiert das nicht. Oh, schade. Powerplay der Sharks endet 1-12. Silverberg. Strafe kommt. Das ist jetzt eine Critical Unterzahl für San Jose. Nein! Ich habe nicht gesehen, dass da noch einer drin ist. Fuck it.
Dachte, die Zone war leer, nachdem der eine raus ist. War sie aber nicht. Das ist Adam Henrik. Oh! Ricard Raquel. 29 Sekunden. Geht nochmal. Schade. Und das gibt kein Tor. Der Griff in NHL ist nach 18 Jahren NHL das erste, wo ich mir nicht zulegen werde, da mir einfach die Abwechslung fehlt. Okay. Also, dann hätte ich es verstanden, wenn ich sage mal, wenn du bei NHL 19 Line gesagt hättest, um ehrlich zu sein. Aber bei den ganzen Änderungen oder den Neuerungen, die dieses Jahr dabei sind, was Gameplay und Bewegungstechniken und alles andere angeht, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich die Aussage, dass die Abwechslung fehlt, nicht ganz. Aber wie gesagt, jeden seine eigene Meinung. Aber wie gesagt, wenn ich persönlich jetzt eher verstanden habe, gesagt, dass okay, dann setzt bei NHL 19 aus. Bei NHL 19, da war keine Veränderung da, bis auf das Poke-Checking zu NHL 18. Aber hier ist eigentlich schon Veränderung da im Vergleich zum Vorjahr. Und auch eine deutlich sichtbare Veränderung. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Madden 19 und Madden 20 gespielt hast, dann sagst du, holst du Madden 20 nicht, weil kaum Neuerungen dazugekommen sind, da hätte ich es absolut verstanden. Weil wenn ich mir Madden 20 selber und da ist wirklich, also bis auf grafisch ein paar Updates und hier und da ein paar Tüdeldü, hat Madden nichts Neues dabei eigentlich. Oder nichts, wo ich sage, okay, boom, das fällt jetzt großartig auf. Nein, Kasche! Kasche gegen Flasic. Kasse rutscht durch. Jetzt haben wir eine 3 auf 1 da drüben. Ja, dann legt er sich flach hin. Da macht das wie Red Bull. Oh, oh. Oh, Gibson. Wieder Gibson. Kriegen wir nochmal Gibson? Brauchen wir nochmal Gibson, wenn es weitergeht. Jetzt schwimmen meine hinten ein bisschen. Und legen hier ein bisschen zu sehr die Scheiben schussparat hin. Spielen mit Tempo. Was? Kader-Update, neue Schuss und Pass, das will ich nicht spielen. Kader-Update zählt nicht. Also, Kader-Update ist jedes Jahr und das ist ja Pflicht. Also, das, dann kannst du auch sagen, FIFA-Kader-Update ist lächerlich. Also, weiß nicht. Und die Spielstandsanzeigen, Mai, ist halt der Vertrag mit NBCSN ist ausgelaufen und sie haben jetzt halt was Eigenes gemacht. Was ich vollkommen okay finde. Aber die Pass- und Schussdinger sind halt schon deutlich anders. Also, es ist falsch, wenn du sagst, da ist keine Änderung oder keine Abwechslung drin. Dieses Jahr. Das meine ich. Denn einige Glitch-Tore funktionieren zum Beispiel gar nicht mehr, die seit 6 Jahren drin waren. Ja. Ich meine, die Torhüter-KI ist ja nicht, ist ja auch die Torhüter-KI. Die Torhüter verhalten sich ja komplett anders als die letzten Jahre. Versuch, boah, da habe ich gar niemanden mehr hinten. Carlsen abgefälscht. Holzer. Nein! Boah, kommt der gerade noch hin. Das gibt's ja gar nicht.
nächstes unterzeichnen. Ronny wird zunehmend stärker. Von Drittel zu Drittel. Holzer. Boah, Pavelski. Kommt er zu leicht an die Scheibe hin. Mörtel, einmal außen rum. Welinski, wir haben die Scheibe noch, wir haben die Scheibe noch. Oh, die springt nach vorne raus, schade. Dass ihn zeitlich jetzt so abdrängen. Woppala. Dass ihn seitlich schöner abdrängen kann. Na, oh, Manson kriegt die Scheibe nicht vorbei. Nur Flasik. Okay. Oh, den verzieht er komplett. Den verzieht er ja mal komplett. Oh, das keine 2 Minuten ist interessante Entscheidung. Oh, Linke. Da wird der Rotz frech. Da ist ein klares Icing. Okay. Hier nicht. Die Scheibe nicht weg vom Tor. Ja, Dankeschön. Gibt's ihn. Du drückst dich nicht falsch aus. Du musst wahrscheinlich innerlich nur gerade zugeben, dass ich nicht so unrecht habe. Also was zum Beispiel ich halt nicht verstehe, sind diejenigen, die sich jedes Jahr eine neue Engine wünschen. Und ich denke so, wie so eine neue Engine machen, wenn man auch eine alte wortwörtlich perfektionieren kann durch Änderungen, wie wir es jetzt haben, und das sind die für uns. Auf geht's. Also wie gesagt, ich verstehe deine Aussage komplett, wenn du vom Wechsel theoretisch gesprochen hättest von NHL 18 auf 19. Dann hätte ich gesagt, unterschreibe ich dir 1:1, lohnt sich nicht für die, die keine Vollherz-NHL-Zocker sind. Nein, der blockt ihn noch. Der tut sich so schwer da hinten. Gibson. Oh. Ronny, mit denen hinterm Tor, mit denen habe ich dich. Irgendeiner ist jetzt dann demnächst drin von denen. Eieieiei. Oh. Burns fängt ihn ab. Melker Karlsson. Melker Karlsson. Melker Karlsson. Oh, in Unterzahl. Und 5 auf 3. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Sniper Boss, hallo Christian. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist echt immer noch in Overtime 1. Das gibt's ja gar nicht. Auf 3. 1 Minute 26. Volle Unterzahl. Wir dringen raus. Raquel dringt rein. Ricard Raquel, rotzfrech. Kasche. Kasche. Oh.
52 Sekunden noch. Ja, schon der Elfmeter ist klar, dafür liegt er. Ja, okay. Okay, dann sagt es doch einfach so. Dann sagt es doch einfach so. Verstehe ich. Dann verstehe ich es. Netter Versuch. Zu dritt muss jetzt aber aufpassen, weil jetzt kommt der Konter. Jetzt sind es 2 auf 1. Oh, Perry kriegt die Scheibe nicht hoch genug. 32 Sekunden noch, 5 auf 3. Was macht der Ronny? Spieler gegen Wechsel. Macht frische Leute da hinten. Das ist Devin Shower. Corey. Oh, Jones. Jones. Alter. Der schwimmt doch. Mag jetzt Penalty schießen. Nein, das ist fortlaufende Overtime meines Wissens. Also es war zumindest eingestellt, dass es fortlaufende Overtime ist. Also Penalty schießen dürfte eigentlich nicht kommen. Jones, der ist nicht gut genug, der Schuss. Beim 2-2. Aber 0,9 Sekunden verloren. So, zwei Leute setzen sich draußen hin beim Ronny. Und die Ducks haben Probleme im Powerplay. Rüber zum Glück kam noch zu, dass das Powerplay relativ spät war. Jetzt mit voller Energie sieht das Ganze vielleicht anders aus. Erster Schuss schon mal gut, aber nur noch ein Spieler Überzahl. Ricard Raquel. Raquel probiert jetzt nochmal. Gegen Flasic. Setzt sich dann nicht durch. Kein Icing. Doch ist Icing, weil er wieder vollzählig ist. Ducks können ein 5 auf 3 nicht ausnutzen. Oh Mann. Oh, Couture, wo ist die Scheibe? Gibson hat sie. Na, kriegen sie hinten nicht raus. Na, ja, Manson. Mit dem einen oder anderen Fehler. Und jetzt da. Kommen wir trotzdem nicht hinten raus. Oh, diese Stockchecks sind ja so abartig lächerlich wieder. Raquel. Voll in Tempo. Und Schimmick dazu. Oh! Eieieiei. Nikolai Wild, servus, ich grüße dich. Das ist Friendly Online versus NHL-Regel. Und da stand fortlaufende Overtime. Jones. Sind die Fehler, die Gibson heute noch nicht gemacht hat. Kriegt dann durch. Kasche hat ihn zumindest. Kommt zumindest noch mal irgendwo hier runter. Nachdem er hier schön abgefälscht war. So. Oh, Gibson hilft mit. Netter Check. Oh, Adam Henry gegen Pavelski. Henrik, oh, kommt nicht in Schussposition, ist zu nah am Gegner ran. Carlson gegen Perry. Kanadier hält die Scheibe. Richie, oh, wieder stark pariert. Was für ein irres Spiel. Boah. Jacob Larsen abgefälscht. Devin Shore kriegt die Scheibe auch nicht so, wie er sie braucht.
Grüße dir. Und Schmerzen. Nein, der Mann steht vor dir, Junge. Och, Mann. Ach, Grüße, Mann. Suchst doch Gegner. Theoretisch ja. Ich muss erstmal dieses Spiel hier fertig machen. Wir sind schon in Overtime 2 hier. Also. Weiß nicht, wie lange dieses Spiel noch dauert hier. No, Richie. Holzer wollte schon nach vorne gehen. Ja, macht er auch, ohne dass ich es will. Milka Carlson ist das. Holzer. Grant für Perry. Perry. Tor! Derek Grant, 3-2. Perry verlädt Morton Jones. Ist hier vom Fenster vorbei. Oh, die Ducks schlagen die Sharks. Ja, Jones geht zu früh runter. Jones geht zu früh runter. Perry kann die Scheibe spielen. Grant wartet ein bisschen und legt sie dann über die Schulter von Jones. Wilding gönnt sich. Das war es 1-2. Das war tatsächlich das Wundervolle, muss man einfach sagen. 2-2 durch die Verteidigung durch. Und Grant wartet halt diese Sekunde kurz. Man sieht es, wie er kurz wartet. Jones flach am Boden und Grant setzt ihn dann genau rein. Gibson 92% safe, 33, 25 Schüsse. Wir waren in der Overtime am Ende dann deutlich stärker. Aber die Powerplay-Quoten von beiden Mannschaften sind unterirdisch. Oh Mann, enges Ding, enge Kiste. Aber ein Sieg für uns. Alles klar, Nick. Dann add ich dich mal. Gab's Jones seine Mission gerade? Naja, er wollte die Scheibe halten. Wenn da irgendjemand anders steht und direkt schießt oder flach schießt, hat ihn Jones. Also an der Parade darfst du ihn nicht schimpfen. Bloß hat er halt nicht damit gerechnet, dass Derek Grant halt einen Schusswert von 70 hat und halt nicht sofort schießt, sondern die Scheibe erstmal unter Kontrolle haben muss, bevor er schießt. Definitiv ausschlaggebend hier. Ja, und dann setzt er ihn halt einfach schön über die Schulter ins Netz. Ich meine, hallo. Hier in Friendly, zweimal Overtime. Was willst du denn mehr? Und vor allem deine zwei Tore, beide wunderschön rausgespielt. Also... Einziges, was ärgerlich war für dich, war das 2-0 aus meiner Position. Das war ärgerlich für dich. Genau, so. Dann kann ich den lieben Nick jetzt einladen. Sag mir mal an, mit welcher Mannschaft ich spielen soll. Haut meine Mannschaft in die Kommentare rein. Was anderes als die Ducks. Nashville. Wen haben wir noch? Pittsburgh. Tampa. Nashville, Pittsburgh oder Tampa.
gehe gleich los, Nick. Ich lasse die Community nur auswählen. Okay, Tampa, dann ist Tampa schon mal weg. Da haben wir noch Nashville. Oder wer war das andere? Oder Nashville oder Pittsburgh? Nashville oder Pittsburgh? Sagt mal an. Ja, wenn der Stream noch länger geht, komme ich später nochmal. Ich muss jetzt raus. Noch Spaß. Hat Mama gesagt, du musst vor die Tür. Nein, Spaß, alles gut. Okay, dann spielen wir einfach mit Pittsburgh. Ach, stopp. Da können wir einen Trick auswählen, gell? Ah, spielen wir in Gelb, komm. Sag mal. Blödes Team bereit. Genau. Spiel Winnipeg. Ah, ich hab's zu spät gesehen. Mäßige Verbindung. Das erste Mal Sidney Crosby spielen hier. Fällt mir gerade auf. Rust. Die holt er sich nochmal und das ist Jake Günzel. Dessen Bruder, Gabe Günzel, der in Augsburg gespielt hat, ne? Für die DEL Junkies. Ja, komm, hört halt auf mit diesem blöden Stockheben 20 Meter hinterm Spieler. Wahnsinn, Jungs. Ausbilder Tang. Powerplay. Italien. Genau. Achso, nochmal jetzt Verbindung. Ja, alles gut. Alles gut. Verbindung aktuell bei NHL 20 bei der Peter sowieso nicht so gut. Also, ruckeln tut's überall mal. Oh, Patterson. Malkin räumt den da mal komplett weg, kurz. Schulz. Quetsch ihn ein. Nein, den kriegen wir nicht raus. Malkin. Gegen Parkett Malkin. Oh, Baller. Crosby umkurvt. Crosby, Malkin, Wasilewski. Olimata. Justin Schulz. Justin Schulz! Oh! Aber warum? Oh no, ich hab die Ding nicht angemacht. Tut mir leid. Das ist ein Torhüter-Behinderung. Ja, das zeigst du nochmal. Jawohl. Hätte mich auch einer darauf hinweisen können, dass irgendwas hier nicht stimmt mit dem Pausenvideo. Aber kommt wahrscheinlich, ne? Weil das Stream wahrscheinlich hinterher ist. Olimata.
ich auch noch mal tief, wieso nicht? Boah, Letang, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht gutes Abseits, mein Freund, gell? Oh. Und das sind schöne Cuts, die er da macht. Und dann versucht es sich an McDonald vorbeizuschlängeln. Aber das funktioniert nicht so gut. Mit Kallen, mit Karriere auch beendet. Der ist weg. Kessel. Okay. Fogodi. Bleibt da auch. Wirklich schade, den Platz hin. Oh, bleibt da an Wasilewski hängen. Wasilewski. Lücker von. Okay, mach ich noch nicht. Phil Kessel, fällt mir gerade auf, dass der nächstes Jahr in Arizona spielt. Kessel in der. Ja, Liga. Deo, wo läufst du denn rum? Also. So, weiterhin 1-0 zwischen Pittsburgh und Tampa Bay. Patterson außen vorbei. Gute Schauen an Coburn. Holt sie sich aber wieder. Patterson. Dann gehen wir jetzt. Bisher war genau einer von diesen Schüssen drin bei mir. Und das ist eine Lücke vor mir, die da rumfliegt. Toll! Ja, Patrick Hornquist. Ne, Coburn kriegt sie irgendwie. Crosby ist rotzfrei. Oh. Ach klar, wieso die mal probieren? Das war nicht gut. Und Matt Cullen. Headman. Oh. War da mit dabei, Justin Schulz. Der geht jetzt natürlich nicht weiter mit. Wieso auch? Oh Mann. Marta blockiert, no way. Eins, eins. Im Powerplay. McCann. Vorbei an Strollmann. McCann. Oh. Versuch. Von der Theorie her gut. Dumoulin. Wasilewski steht zu weit draußen. Bleibt beim Einsatz. Das Drittel zwischen Pittsburgh und den Bengals. Das ist okay. Das ist okay. Ja, das ist natürlich nice, wenn es genau in dem Moment ruckelt. Oh.
Und da richtig gut angreifen kann dann. Da muss ich irgendwann mal reingehen. Zur Mitte. Kessel ist nicht dabei. Le Tang vorbei an Palat. Chris Le Tang. Malkin. 2-1. Schaltet schneller. Schön gemacht von Kessel an der Bande. Zurück zu Le Tang. Le Tang zieht in die Mitte. Schuss aufs lange Eck. Malkin pariert, aber Malkin im Nachfassen. Mit dem 2-1. Ja, schön aufs lange. Und dann vorbei an Vasilevski. Kessel, das ist ungefährlich. Marta, Vasilevski. Das sind 2 auf 1. Murray. Wie geht das? McCann kriegt die Scheibe von Strahlmann. Bösartiger Scheibenverlust. Oh, Marta war da schön mitgelaufen als Verteidiger mal. Das ist schon so selten. Und McCann macht das 3-1. Schöner Tipp außenrum ums Bein von Vasilevski. Hier. Schöner Tipp. Ja, das ist gut, aber wahrscheinlich, ne? Dann lösen sich da einfach mal 4 Leute. Oh! Scheibe fast noch weiter, das ist Dan Girardi. Wo ist die Scheibe eigentlich? Killorn. Marta hat sie und Marta. Simon, die Bande entlang auf Matt Cullen. Gut, Branson. Oh, ne, nix. Letzter Mann gibt kein Eisling, weil Marta zu langsam ist. Matt Cullen. Oh, spitzelt die Scheibe zu Cirelli. McDonagh, Strahlmann. Neben den Kasten von Pittsburgh. Und wieder mit keinem Ritter. Oh, ja. Dankest. Kallen läuft mit. Schön gemacht. Kallen gegen Cirelli. Strahlmann kommt dazu. Immer noch Matt Cullen. Ja, mit einer Drehung wollte er vorbei. Hält die Scheibe auf jeden Fall mal. Matt Cullen. Neben das Tor. Und Cirelli. Okay, das ist kein EA-Ruckeln. Wir machen auch mal 10 Mal einen Poke-Check einfach. Insel. Rust. Alter Verwalter. Nein! Ja, genau. Hab's mir gerade gedacht. Sorry, Nico, aber das funktioniert nicht. Diese Verbindung funktioniert nicht. Tja. Das ist die Frage, was wir jetzt machen. Wir sehen, ob es nur noch ein paar Zuschauer da. Wollt ihr noch was sehen?
Thomas Hall. Ah, toll. Oder beenden wir den Stream? Nachdem die Leute, die jetzt zuschauen, keine Kommentare mehr schreiben, bedanke ich mich mal, dass ihr dabei wart für diesen Stream. Ja. Dann würde ich sagen, kürzer Stream heute. Dann machen wir noch ein Match. Skiller, hoffe ich, dass wir mit Winnipeg spielen. Dann nehmen wir doch mal die Jets. Oh nein. Bloß in den Drittbus rein, jawohl. Team bereit. Machen wir noch ein Online-Match so. Dann viel Spaß mit uns. Oh, danke schön vielmals. Aber ich fliege erst im September. Also wir haben noch ein paar Livestreams vor uns. Voraussichtlich, wenn alles glatt läuft. Wir haben es doch entschieden, dass wir bis 10 ziehen wir jetzt noch durch. Letzten Streams ging auch immer so bis 10 Uhr. Vielleicht kann ich in der Rangliste noch ein bisschen was machen, weil die Rangliste so bedeutungsvoll ist. Völliger Krampf. Beta ist einfach zum Testen da. Braucht keine Rangliste. Game ist gefunden. Wir spielen gegen die Vegas Golden Knights. Mittel WBA. Ich bin in Las Vegas. Oh, 19 Gold, das sieht schon aus. Aber das ist ein, das andere Server hin und her, das ist also meine schon ein bisschen krass. Das ist halt teilweise schon deutlich, wie soll ich sagen, ich selten so viel Ruckler gehabt, wie wenn ich die spiele. Das war bei NHL 19 schon so. Und das sind irgendwie dann, weiß nicht, welche Internetdinge ihr halt in Italien habt. Das ist halt der brennende Punkt. Ich glaube weniger, dass das der Server ist. Scheifele, lass mal einen aus, Nikola Ehlers. Nein, oh mein, Josh Morrissey. Oh, ja dann, herzlichen Glückwunsch. Und genieß, das war mein Wetter in der Karibik. Wann geht's denn los? Das schon mal die, trifft's gerade auch nicht, zum Glück. Leini. Und das ist Jimmy Hayes. Jacob Truber, das ist Tripping.
Hayes. Ach, der Scheibe muss halt nur weiterspielen. Wahnsinn. Noch Powerplay 2 Minuten. Fand ich mal sehr angenehm geklärt, muss ich ehrlich sagen. Oh, Matthew Perreault. Ilas probiert es da zweimal. Nicht verlieren. Kriegt ihn aber halt auch sofort wieder von Wheeler. Und wieder verlieren. Ohne, dass der Pass davor ankam. Oh mein Gott. Also das ist die lächerlichste 2-Minuten-Strafe, die ich je gesehen habe. Okay, ja, da kann man sie geben. Aber ich dachte mal davor, dann so, wo waren denn das 2 Minuten? Ich halte den Schläger neben ihm. Aber ja, kann man geben. Das sind 2 Minuten. Trotzdem ärgerlich. Und der ist durch. William Carlsons. Oh mein Gott. Oh, gracias. Der war geschenkt. Kompanion. Und wieder Brian Little. Der arbeitet wie ein Tier. Das sind nur 2 Minuten. Nicht drüber diskutieren. Truba. Chario. Zurück auf Truba. Truba. Scheifeli. Die Bande entlang. Chario. Truba. Abgefälscht. Scheifeli. No. Ich wollte gerade sagen, das muss es eigentlich sein. Eine bessere Chance kriegt man hier. Schön geblockt von Ein Sternstundentag heute. Jacob Truba. Jacob Truba. Jacob Truba versucht's mal gegen Fleury auf die Kurzecke. Hallo? Patrick Laine. Ich beschwere mich vorher noch und jetzt macht das 1-0. Da arbeitet sich die Scheibe und trifft dann auch. Ziel. Beziehungsweise die quergelegte Scheibe zu verwerten. Hoppala. Oh, Morrissey mit Tempo. Morrissey 2-0. Das war halt jetzt schon Scheibenverlust und sofort mit Tempo außenrum. Das war dann schon rasant. Schönes Ding von Josh Morrissey. Zusammen mal mit Sebastian Uvira die ganze Zeit zusammengespielt. In der Kölner Heim. Oh.
Jets goal. Ja. Ist eigentlich klar, wen du gerade versucht hast zu checken, Braden McNabb? Was war das denn bei Fuglien? Meinst du nicht wirklich, dass das ein bisschen, vielleicht ein ganz bisschen dumm war? Dustin bei Fuglien hier zu versuchen, irgendwie zu checken. Kulikov bei Fuglien. Das ist Tanev. Tanev hier nicht sehr gleich bei den Pittsburgh Penguins, wenn ich das richtig gekauft habe. Wir sind sogar auf der Überstand. Squad Battles vorgestellt. Auf der EA-Seite. Oh, ich sehe, gefällt mir nicht. Unheimlich viel Tempo. Schneller Spieler. Kleini. Jacob Truba kriegt da im Endeffekt nur eine auf die Nase von den Knights. Oh, Little. Versuch das wert. Oder sollte ein Pass spielen. Ja, Alter. War es eigentlich so schwer, den Pass darüber zu bringen zu Patrick Laine. Ja, komm. Schöner Cut. Oh. Oh Mann. Josh Morrissey, Eigentor des Jahres. Halleluja. Das lief ja mal gar nicht wie geplant. Bude. Wie wäre das jetzt so denn? Nein! Oh! Bei Fuglien. Bei Fuglien und da ist es. Schnelle Bude. Fleury blockt ihn zwar noch gegen die Laufrichtung von Perreault. Perreault war da aber noch schnell genug, um ihn mit der Rückhand zu sich zu holen und dann reinzuschieben. Eins für die Jets. Laut, der ist wieder drin. Matthew Perreault. Schön reingezogen. Schöner Schuss. Fleury ist noch dran. Scheibe landet da trotzdem im Tor. 4-1. So schön hier. Und Latte Pfostentor. Fleury ist dran. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich die Latte war.
Oder ob das nicht Flurrys Schläger war. Und es ist Flurrys Schläger. Oh Mann, es ist Flurrys Schläger. Check mit. Nächster Check. Nochmal gleich ein Check hinterher. Untypisch für meine Spielart. Das waren 3-4 Checks hintereinander. Und am Ende macht Hellebike die Drehtür, hat ihn aber. Immer wieder die Schüsse auf den Torhüter. Die irgendwie zurückspringen ins Spiel und doch nochmal relativ gefährlich werden. Und hier die 4-1-Führung. Aus unserer Sicht bisher. Das ist Tyler Wallace. Wir liegen vorbei an Brent McNabb. Und das ist das 5-1 und das ist halt schön gespielt. Und Riddle hat halt dann das leere Tor vor sich. Marc-André Fleury wird sich denken, ist das eigentlich dein scheiß Ernst? Lowry. Ja. Ihr müsst den Schritt nochmal machen und in dem Moment ihr dann diesen Schritt so langsam. Flurry muss dann wirklich von Seite zu Seite und das ist halt, Seite zu Seite ist halt nicht, ist nicht so einfach für einen Torhüter. Brian Little. Tanev kommt da nicht hin. Marcel Lowry. Lowry Tanev vorbei an Theodore. Ey, wir sind nicht vorbei. Oh, wollte sich hier bei Lowry revanchieren. Das wird zumindest so leicht. Hellebuyck. Oh, da geht einer ganz alleine und das ist Kyle Connor. Das war Patrick Laine. Wenn er tief spielt und auch noch mal rankommt mehrmals an die Scheibe. Jimmy Hayes. Oh, jetzt geht ihm das Tempo aus. Okay, Jackie Schuber ist der Verteidiger, der so langsam ist. Ja, er behindert ihn nochmal am Schuss am Ende und somit bleibt 5-5-1. Der Jets. Mercy. Tatsächlich doch noch ein Dick. James Mercy. James Mercy. Ich will sie noch vergönnen. Was er noch hin macht. Büro braucht man einen Hattrick für den Lauf. Yes. Bei Fabian. Morrissey ist abgefälscht. Wheeler. Oh. Die Chippen ist aber irgendwie. Jetzt auch nicht schnell genug reagiert, dachte, dass vielleicht noch genug Platz war, aber nicht mehr genug Platz. Reaktion von Hayes. Oh, Morrissey rutscht raus, das war gefährlich. Hellebuyck ist hinten der Fels in der Brandung bei den Jets.
Mark Stone. Ja. Oh, ist das nicht weit durch? Alle bei Cardinal. Paraden für ihn. Bisher in diesem Spiel. Finale auf der anderen Seite wird zunehmend besser. Aber dazu noch zu viel. Ah, er hatte schon reagiert. Deswegen komplett out of position. Cody Eakin 5-2. Brian Little, der ist heiß, der hat Bock. Jacob Truba. Da ist halt hinten jetzt gar keiner mehr. Den macht er auch. Okay. Das Nosek ist okay, aber... Ja, what the fuck. Also einfach vorbeilaufen und ins leere Tor einschieben. Wow. Schöner KI-Fehler. Hendricks im vollen Lauf ist dann immer noch langsamer als Miller war das, glaube ich. Also das ist halt irgendwo auch lächerlich. Da hat er aber nicht. Oh, Ehlers. Und der kann gehen. Klar, das hätte ihm nicht gegeben. Jacob Truba. Wheeler. Oh. Klarer Ellbogencheck, hallo. Der hat nach dem Check den Ellenbogen sogar oben. Schlagschuss machen. Wenn du den triffst, ist das schon katastrophal selten eigentlich. Patrick Laine. Patrick Laine. Braucht er noch. Oder hat er noch? Für zwei Tore. Ja! Ja.
hauen dafür nochmal 2 Minuten raus. Nehmen wir gerne natürlich an. Müssen wir annehmen. Scheifili. Wieder außen vorbei, das ist Patrick Kleine. 12 Sekunden. Schön ausgetanzt, Patrick Kleine. Probiert's nochmal. Oh. Dann ist es ein 5-3-Sieg am Ende für die Winnipeg Jets. Wettkampfpunkte insgesamt am Ende. Und damit würde ich sagen, lässt sich doch die Beta super abschließen, oder? Jetzt sind wir am Ende auf Rang. Jetzt haben wir uns ja noch erspielt jetzt. ...1417. Passt doch. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage Ciao mit V. Ja, und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Dienstag oder übernächsten Dienstag wieder, je nachdem, wie das Wetter ist im August. Ich sage Ciao mit V und bis zum nächsten Livestream oder zur nächsten Folge. Die kommt schon morgen. Bis dann, ciao.